Was wurde viel im Vorfeld über das Rune Wars Miniaturenspiel spekuliert? Ist dies der Grund, weshalb Games Workshop und Fantasy Flight Games die Zusammenarbeit beendet haben? Oder kam das Spiel aufgrund dessen? Seit dem Tod von Warhammer Fantasy ist der Bereich der Rank-and-File Fantasy Spiele zwar nicht kollabiert, und zwar dank Kings of War und der Fanentwicklung The Ninth Age, fiel aber so stark ab, dass sie auf dem Tabletop-Markt gefühlt nur noch etwas für Liebhaber sind. Und plötzlich kam Fantasy Flight Games mit genau solch einem Spiel. Rune Wars ist ein Miniature-Wargame, welches mit größeren Gruppen von Figuren gespielt wird. Diese Figuren werden in Regimenter zusammengefasst und agieren demnach wie ein Block zusammen. Da solche Regimenter natürlich keine Dynamik und Bewegungsfreiheit haben wie einzelne Modelle oder Figuren in Losen verbunden, muss dies die Spielmechanik natürlich auch widerspiegeln. Und das macht Rune Wars, indem es sich bei einem sehr erfolgreichen anderen Spiel von Fantasy Flight Games orientiert: X-Wing. Anhand von Befehlsrädchen und Bewegungsschablonen manövriert man die Regimenter über das Schlachtfeld und trägt seine Kämpfe aus. Und das macht Rune Wars zu einem waschechten Tabletop, denn man kann es auf jeder Spieloberfläche spielen, ohne ein Spielbrett zu benötigen. Als alter Warhammer-Fan war ich natürlich sofort interessiert an dem neuen Game. Der deutsche Vertrieb des Spiels, Asmodee, stellte uns zwei Grundboxen zur Verfügung und so scharte ich drei Gleichgesinnte um mich, die mit mir den Road to Rune Wars bestreiten. Also ich bin der Eduard, ich komme hier aus Hamburg, ursprünglich eigentlich aus Südwest-Niedersachsen, arbeite bei Rocket Beans und bin hier, weil Dennis mich eingeladen hat, ein bisschen Tabletop spielen. Hi, ich bin Steffen, man kennt mich vielleicht von Rocket Beans TV oder von den anderen Anfängerrunden, die wir gemacht haben. Ich bin der, der immer verliert und dessen Figuren immer am beschissensten aussehen. Für die Leute, die War Machine geguckt haben zum Beispiel. Ich bin Mikkel, ich arbeite eigentlich bei Pietsmiet, eher so hinter der Kamera, sag ich mal, kümmere mich da um die ganzen E-Mails und wurde heute gefragt, ob ich nicht hier mitmachen möchte bei Rune Wars. Hab eigentlich so überhaupt keine Ahnung, aber Dennis weiß, dass ich mich dafür interessiere und hatte wahrscheinlich die Hoffnung, dass ich dann drin kleben bleibe, wenn ich mal bei sowas mitmache. Und da ich nicht Nein sagen wollte, ja, bin ich jetzt hier. Ganz besonders freut mich, dass Mikkel mit am Start ist, da er bisher noch nie etwas mit Tabletop zu tun hatte. Und da sich Rune Wars mit seiner Aufmachung ja doch sehr stark an Brettspieler und Tabletop-Einsteiger richten soll, ist das natürlich eine großartige Gelegenheit, genau das mal zu testen. Ich mache hier jetzt mit, weil es relativ simpel wirkte. Also es ist jetzt nicht so krass komplex, dass ich irgendwie alles ausschneiden muss, dann zusammenkleben und so. Ich kann die Figuren einfach zusammenstecken. Sie sehen auch, ich stelle es mir relativ einfach vor zu bemalen. Wahrscheinlich werde ich das nachher bereuen, dass ich das gesagt habe, aber das ist so meine Hoffnung. Deswegen bin ich dabei. Der eigentliche Grund, warum ich bei Rune Wars mitmache, ist einfach nur, weil ich von den älteren Systemen ein bisschen enttäuscht bin, sag ich mal, oder von den gängigen Systemen, nicht an den Systemen, sondern eher an der Marktführung gerade. Und wollte einfach mal was Neues ausprobieren, mal schauen, wie das so funktioniert. Ich habe nicht viel gehört tatsächlich. Ich habe mir einen Spielbericht kurz angeguckt, habe gedacht, hä, was? Habe aber schon gesehen, dass es halt auch mit so Manövermarkern funktioniert, ähnlich wie X-Wing. Deswegen denke ich, dass es wahrscheinlich auch ein ähnliches Spielsystem sein wird wie X-Wing, nur eben in einer größeren Schlachtenformation. Und dementsprechend so eine Mischung aus vielleicht Warhammer Fantasy und X-Wing könnte ich mir ganz gut vorstellen. Irgendwas in dem Dreh, auf jeden Fall was leicht zu lernen ist und wahrscheinlich aber etwas schwer zu mastern ist. Wir trafen uns Ende März und packten das erste Mal die Boxen aus. Keiner von uns konnte bis dato das Spiel ausprobieren und hatte auch noch nie die Figuren in Live betrachten können. Ich bin positiv von den Figuren überrascht. Die sind relativ easy zusammenzubauen, kann man relativ schnell zusammenstecken tatsächlich. Man sollte zwar kleben, wenn man sie jetzt längerfristig irgendwo benutzen will, aber so für den ersten Einstieg ist es relativ gut. Bis auf die Skelettbogenschützen, da können wir separat nochmal drüber reden. Ansonsten aber sehen die auch sehr, sehr gut aus. Sie sind detailliert hier. Das hat so ein bisschen einen Comic-Look, aber gefällt mir persönlich sehr gut. Also der erste Eindruck von der Box war halt, dass es recht anfängerfreundlich war. Also die Figuren konnte man ganz einfach stecken. Klar gab es da ein bisschen paar hakelige Sachen und so weiter. War aber an sich ganz hübsch aufgepackt und es war halt ein schönes Startersystem oder Packung, womit man sofort anfangen kann. Deswegen fand ich es schon ziemlich lustig, also wieder mal sowas, sich reinzufühlen in ein neues System und halt ein bisschen neu anzufangen. Das Material wirkte relativ simpel, also man ist nicht so überfordert, man kann alles sehr leicht zusammenstecken. Die Figuren sind sehr gut zu erkennen, also sehr gut detailliert. Ich war erstmal ein bisschen überrascht über den ganzen Inhalt, jetzt nachdem man es das erste Mal gespielt hat, geht es aber eigentlich. Das Spielmaterial, was dazu kommt, jede Menge Marker, es gibt so Geländemarker mehr oder weniger, also so Pappe-Dinger, die ja auch immer ganz cool sind für so einen Anfang.
Hier Würfel und alles ist dabei, Karten, jede Menge. Also da ist schon, kriegt man was Gutes, einen guten Umfang für sein Geld. Ich bin von der Wertigkeit des Inhaltes doch überrascht gewesen. Ja, der Kunststoff der Figuren ist recht weich und hat definitiv keine Resinqualität, aber dennoch schafft Fantasy Flight Games es mit einem leichten World of Warcraft-artigen Design, den Figuren einen überraschend hohen Detailgrad zu geben, der auf den ersten Blick auch sehr kontrastreich ist. All diejenigen, die in Foren und im Internet rumranten, dass die Figuren ja voll scheiße von der Qualität sind, sorry, ihr habt die Dinger definitiv nicht in der Hand gehabt oder original gesehen, denn diese Kunststoffqualität ist echt gut. Der restliche Inhalt, also Marker und Bücher, sind in der von der Firma gewohnten Qualität. Wir haben uns natürlich gleich daran gemacht, alle Figuren zusammenzustecken und alles Material fertig zu bauen. Und haben tatsächlich spontan direkt mal losgespielt. Das konnten wir bisher noch gar nicht. Ja, warum wir jetzt ein Spiel starten konnten, ist eigentlich ganz einfach. Wir haben jetzt relativ schnell die Sachen zusammengebaut. Es hat vielleicht eine halbe Stunde oder vielleicht eine Dreiviertelstunde gedauert, bis wirklich alles spielfertig war. Und dann konnte man sich im Spielerhandbuch schnell so ein Starter-Szenario aussuchen und einfach drauf losspielen. Und das hat tatsächlich relativ gut funktioniert. So die Kernregeln sind so auf 10 Seiten zusammengefasst. Und dementsprechend konnte man das eigentlich jetzt schnell mal eben so für eine schnelle Runde mal machen. Natürlich, wir wissen jetzt nicht genau, wie viel wir jetzt davon richtig gemacht haben, wie viel falsch. Aber ich gehe davon aus, dass wir eigentlich alles relativ richtig gemacht haben. So. Die ersten 10 Minuten bis die erste Stunde gefühlt, so war ich sehr überfordert, weil man hat einige Marker und sowas. Wir haben dann aber so ein Trainingsspiel gemacht, was es eben auch in der Anleitung gibt. Und jetzt zum Ende hin habe ich gemerkt, wie ich wirklich auch flüssig spielen konnte. Ich wusste, wann ich was machen muss und so. Also das hilft schon. Man sollte dieses Spiel auch einmal als Übungsspiel machen quasi. Dann hat man einen guten Eindruck, was man beachten muss, welche Fähigkeiten es gibt. Weil das habe ich am Anfang überhaupt nicht bedacht, dass meine Einheiten ja auch irgendwie verschiedene Fähigkeiten haben und dass sie nicht einfach losrennen sollen, weil dann rennen sie in meine eigenen Einheiten rein. All solche Dinge, die habe ich komplett ignoriert am Anfang. Jetzt zum Ende hin fühle ich mich aber wie der große Kriegsherr. Ging sehr schnell. Also am Anfang, klar, so die ersten 2 Züge oder so waren ein bisschen holprig. Man wusste gar nicht, was man überhaupt macht oder ob das überhaupt so richtig ist. Aber dann kam man schon richtig gut rein und ich fühle mich jetzt schon, als ob ich die Regeln halt halbherzig wenigstens, aber kann halt. Also noch ein bisschen reinfuchsen und dann geht es eher an die Taktik und nicht mehr an die Regeln lernen. Genau eigentlich das, was ich so am Anfang gedacht hatte, so ein bisschen X-Wing, ein bisschen Warhammer Fantasy, also du hast große Schlachten rein, die sich aber ähnlich über X-Wing bewegen, man muss ein bisschen vorplanen, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Es gibt auch so Manöverrädchen, wie eben bei X-Wing, die quasi dann am Anfang eingestellt werden und dann revealed werden für den Gegner. Und das ergibt ein paar sehr spannende Situationen, je nachdem, wer zuerst zieht. Und dann kann es auch mal sein, dass die eigenen Einheiten in den Rücken der eigenen anderen Einheiten hereinrauschen, weil die zuerst nicht gedacht hat, wer zuerst Initiative hat. Und das, finde ich, gibt immer einen sehr schönen taktischen Touch und dementsprechend geht schnell von der Hand und ich bin bisher sehr positiv von dem Spiel überrascht, muss ich sagen. So weit, so gut. Da das Spiel ganz am Anfang steht, gab es zum Dreh nur 2 Fraktionen. Demnach würde jede der Armeen natürlich auch 2-mal vertreten sein, wir sind ja zu viert. Ich muss gestehen, dass ich etwas befürchtet hatte, dass alle die Vaika-Untoten spielen wollen würden. Also die, auf die ich ein Auge geworfen habe. Daher hat sich jeder insgeheim ein Plättchen der Armee genommen, die er spielen möchte. Und wir haben uns gedacht, naja, zeigen wir doch einfach mal gleichzeitig, wer welche Armee hat. Und dann müssen wir einfach mal schauen, wer sich um welche Fraktion prügeln musste. Die Blauen für die Darkhand Lords und die Lilanen für die Untoten. Ja, aber es ging tatsächlich genau auf. Yes! So nimmt nun jeder seine Armee nach Hause, auf die er Bock hat, fängt mit dem Malen und dem Regelnlesen an. In 2 Wochen treffen wir uns wieder und präsentieren euch unsere aktuellen Fortschritte der Armeen und unseres Spielstandes. Wer wird wie weit sein? Werden alle noch dabei bleiben? Und was sagt Killermobs Oscar dazu? Das sehen wir bei Deist in 2 Wochen. Ich grüße an dieser Stelle meinen Hund, der heute Abend echt einen anstrengenden Moment hier hatte, weil er sich nirgendwo hinpacken konnte und ich glaube, jetzt sind die 15 Sekunden auch schon fast voll und da ist er wieder. Ja. Alles klar.